Ja, herzlich willkommen und wunderbar, dass Sie da sind und so zahlreich. Also, das wird eine tolle Sache heute. Das möchte ich Ihnen jetzt schon mal versprechen. Ich bin blau angezogen. Wir sprechen ja über das Meer und der blaue Planet und auch die blaue Apotheke. Insofern, da musste blau natürlich her. Ja, wie war das nochmal mit den Überraschungen? Haben Sie da Lust drauf auf eine Überraschung? Ja, ich habe nichts gehört, machen wir nochmal. Ja, ja? Na, das war doch ein Signal, das kann ich nicht überhören, will ich auch nicht. Also, jetzt geht's los. Und wie sich das gehört, ein Seemannslied wird in der Regel a cappella gesungen, nicht? Denn die Seeleute auf See, und darüber werden wir auch sprechen, die waren ja lange unterwegs und da hatten die nicht viel Möglichkeiten, einen Soundtrack runterzuladen, wie wir das sonst hier machen. Also, es geht los. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down. Oh, blow, my bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day the tonguing is done, we'll take our leave and go. Wir gehen aber nicht, es geht weiter. Die Wellermann, unsere Aida Perla heut, die uns auf allen Weltmeeren erfreut, unter ihrem Kiel, das Meer ist tief, wir wollen wissen, wie tief ist tief. Können Wale singen, ja ist das wahr, kommen wir auch dem Ring auf Feiern nah. Warum jagen Piraten auf den Ozeanen nach Beute von Silber und Gold? Spannend ist von den Weltmeeren hier, warum steht der blaue Planet dafür? Gibt es Schätze auf dem Meeresgrund? Auch das wollen wir verstehen. Die Wellermann, unsere Aida Perla heut, die uns auf allen Weltmeeren erfreut. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, unser Kapitän und wir halten davon viel. Unser Kapitän und wir halten davon viel. Oder? Okay, und jetzt schauen wir uns das nochmal an, das war ja nun, das hatte ich jetzt vergessen, hätten Sie auch, aber so haben Sie, glaube ich, auch alles mitbekommen, worum es ging, denn das Thema Lernsong, da müssen ja ein paar Inhalte drin sein, ja, die jetzt schon mal angeklungen sind und denen wollen wir dann auch gleich folgen. Also das ist ja nun der Wellerman, den habe ich einfach mal, damit die Wiedererkennung da ist. Und das ist ja ein Seemannslied, ne? Und der Nathan Evans, der wird es uns nachsehen. Also ich denke, wenn er es nicht mag, aber ich glaube, wir haben es ganz gut genossen. Dann haben wir hier, habe ich das mal übertragen, wir wollen das als Reise verstehen mit der Aida Perla hinaus auf die Weltmeere, durch Gibraltar raus auf die Weltmeere, durch den Atlantik und was uns da noch alles so erwartet. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und ja, Weltmeere und dann Tür de Kiel, wir wollten wissen, was tief ist, ja, die Geheimnisse der Tiefsee, ja, ist es 100 Meter, sind es 1000 Meter, was ist tief und was erwartet uns denn da eigentlich in dieser Tiefe? Was gibt es da für Geheimnisse noch? Wir wissen ja alle, dass die Tiefsee weniger erforscht ist als die Oberfläche des Mondes beispielsweise. Und wir können auch darüber reden, woran das denn liegt. Dann haben wir natürlich hier die Frage Ring of Fire, also auch wenn man unterwegs ist auf dem Weltmeer, dann kommt man ja auch auf dem Ring of Fire vorbei und da müssen wir aufpassen, dass da nicht gerade Feuer gespuckt wird und auch den schauen wir uns an und wo der denn liegt. Dann geht es hier an Piraten, ja, wieso gibt es Piraten, gibt es heute auch noch Piraten und was hat die angezogen, ja, die Schätze der Meere, hoffentlich meistens der Handelsschiffe, die unterwegs waren, wo reiche Beute und zu Anfang natürlich ganz einfache Beute zu bekommen war. Deswegen gab es die Piraten, aber die gibt es ja heute auch noch, nur die Schätze haben sich ein bisschen verändert. Ja, und dann spannendes hier, blauer Planet, ja, warum heißt denn überhaupt, oder warum gibt es diesen Ausdruck blauer Planet? Wo kommt denn der woher? Ja, wenn man die Erde aus dem Weltraum anschaut, dann sieht die blau aus. Und woran liegt das? Weil 2/3 des Meeres mit Wasser bedeckt ist, ja, und das scheint dann von außen so wie ein blauer Planet. Ja, und dann Schätze auf dem Meeresgrund, da wollen wir schauen, was ist denn das, was ist denn damit gemeint und das gucken wir uns auch an. Ja, und Handbreit unterm Kiel, das ist ja klar, nicht? Das wollen wir immer, aber unser Kapitän, alles klar, da brauchen wir überhaupt keine Sorge zu haben, der steuert immer Kurs und achtet darauf. Ja, und
das darf ich vielleicht auch mal kurz sagen, wer interessiert ist daran, wie denn das mit dem Lernen mit Musik so alles funktioniert, ja? Hier ist mein Buch, ich stehe anschließend da nochmal nebenan, wer da Interesse hat, habe auch ein paar Exemplare dabei, kann also auch eine Widmung reinschreiben, das nur nebenbei.